Willkommen zu unseren News am Samstag, den 27. November, zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Die Xbox und die PlayStation gäbe es wohl heute nicht, wenn es nicht da ein Unternehmen aus Japan gäbe, das sich Nintendo nennt. Viele von euch kennen wohl die Vorgeschichte der PlayStation, wo Nintendo ohne Gründe eine lukrative Zusammenarbeit mit Sony cancelte und somit auch Sony dazu bewegte, in den Konsolenmarkt einzusteigen. Auch mit Microsoft gab es einen Twist, der dazu führte, dass es heute Xbox gibt. Microsoft hatte damals, im Oktober 1999, die Idee nämlich, Nintendo aufzukaufen. 2 Jahre vor dem Launch der Xbox-Konsole. Und wie wir alle wissen, ist Nintendo heute immer noch eigenständig. Also anders gesagt, es ist nicht zum Deal gekommen. Doch ein einfaches Nein, danke, hat wohl nicht gereicht. Nintendo traf sich mit Microsoft in einem Meeting, um sich bestens zu amüsieren und die Microsoft-Vertreter auszulachen. Mit dieser Niederlage geht Microsoft mittlerweile sehr gelassen um. Im neu eröffneten Xbox-Museum zum 20-jährigen Konsolenjubiläum kann jetzt der Brief von Microsoft an Nintendo bestaunt werden, in dem es um die mögliche Übernahme und das entsprechende Treffen geht. Das Schreiben war vom damaligen Xbox-Hardware-Chef Rick Thompson an Nintendos ehemaligen Executive Vice President of Business Affairs Jacques Wallier Story gerichtet. Nintendo weiß einfach, wie man sich starke Konkurrenz schafft. Das virtuelle Xbox-Museum, wo ihr 20 Jahre Xbox-Geschichte in 3D erkunden könnt, findet ihr unter museum.xbox.com. Den Link gibt es aber auch noch in der Videobeschreibung. Zum 25. Geburtstag von Pokémon gibt es dank einer besonderen Kollaboration mit Converse All-Stars Schuhe mit Pokémon-Motiven. Die Chucks sind in den Grundtönen schwarz und weiß gehalten. Die schwarzen Modelle sind mit den Startern der ersten Generation sowie Pikachu in Farbe bedruckt. Zudem noch ein weiteres Modell mit Pummeluff. Die weißen Chucks sind etwas weniger farbenfroh und zeigen schwarz-weiße Versionen der bereits genannten Pokémon sowie von Mauzi. Farbliches Highlight ist ein Pokéball, der leicht plastisch und rot leuchtet, in den Schuh integriert wurde. Ein weiteres Highlight der Kollektion ist ein schwarzer Hoodie, der Pikachu und ein Converse-Logo kombiniert. Zudem soll es auch noch weitere Hoodies und auch Shirts geben. Die Kollektion soll am 10. Dezember erscheinen und direkt bei Converse und auch bei anderen Händlern erhältlich sein. Seit gestern, dem 26. November, können Besucher das Next Level Festival for Games 2021 auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen besuchen. Bis Sonntagabend zeigt das Festival mit außergewöhnlichen Computerspielen, Kunstperformances und einem spannenden Symposium, was Games für das gesellschaftliche Miteinander leisten können. Über 30 Games, darunter Gewinnertitel des Deutschen Computerspielpreises 2021, des Deutschen Multimedia-Preises MB21 sowie Arbeiten des Londoner Now Play This Festivals können vor Ort gespielt werden. Dr. Christian Esch, Direktor des NRW-Kultursekretariats, das gemeinsam mit der Stadt Essen, der Stiftung Zollverein und vielen weiteren Partnern das Next Level Festival for Games veranstaltet, ist begeistert, dass dieses Jahr trotz Pandemie dieses Gaming-Event stattfinden kann. Activision Blizzard hat überraschend die Bildung eines Workplace Responsibility Committees gegründet. Das Komitee soll die Fortschritte bei der Umsetzung der neuen Richtlinien, Verfahren und Verpflichtungen zur Verbesserung der Unternehmenskultur und zur Bekämpfung aller Formen von Belästigung, Missbrauch und Diskriminierung überwachen. Das Workplace Responsibility Committee wird von 2 Frauen geleitet, die unter anderem den 10-köpfigen Activision Blizzard Vorstand angehören. Der Ausschuss wird von Dawn Ostroff geleitet und wird unterstützt durch Revita Bowers. Das Komitee wird den Fortschritt der Entwicklung der Unternehmenskultur beobachten und messen. Zudem wird das Komitee auch regelmäßig Berichte der Geschäftsführung verlangen. Außerdem kann das Komitee auch externe Berater hinzuziehen. Neben Microsoft und Sony hat sich unterdessen auch Nintendo zu Wort gemeldet und die Situation als erschütternd bezeichnet. Zudem gab es auch ein Statement von der ESA, der Entertainment Software Association, in der sie Belästigungen, Missbrauch und Misshandlungen jeglicher Art am Arbeitsplatz als inakzeptabel betiteln. Zudem verlangt die ESA, dass jede Anschuldigung wahrgenommen, gründlich untersucht und mit sinnvollen Konsequenzen geahndet werden muss. Nach mehr als einem Monat sind die Koalitionsverhandlungen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit der Vorlage des Koalitionsvertrags beendet worden. 22 Arbeitsgruppen mit Vertretern der 3 Parteien hatten in den letzten Wochen über die zukünftige Ausrichtung debattiert.
Zum Beispiel auch die Themen Digitalisierung und Videospiele. Bisher waren die Bereiche Games, Förderung und Spieleentwicklung im CSU-geführten Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verortet. Im Vorfeld ist vielfach über ein neues Digitalministerium spekuliert worden, aber dieses hat das Ampelbündnis nicht vorgesehen. Somit wird das Thema Games in der neuen Bundesregierung weiterhin dem Ministerium Verkehr und Digitales unterliegen, das wohl künftig in der Hand der FDP liegen wird. Ziel der Ampel: Der Games-Standort Deutschland soll allgemein gestärkt, die Games-Förderung gefestigt und die Arbeit der E-Sport-Vereine soll gemeinnützig werden. Zudem will die neue Regierung den Breitbandausbau fördern, die Digitalisierung großflächig vorantreiben und die digitale Bildung stärken. Epic Games hat den Musikspielspezialisten Harmonix übernommen. Das für Rockband Clip, Dance Central und Fuser bekannte Studio aus Boston soll in Zukunft musikalische Reisen und musikalisches Gameplay für Fortnite realisieren. Auch nach der Übernahme sollen weitere Tracks und Seasons für Rockband 4 erscheinen. An den Events in Fuser soll sich ebenfalls nichts ändern. Alle Spiele von Harmonix werden weiterhin auf Steam und in den Konsolenstores erhältlich sein. Derzeit soll es aber keine Pläne geben, weitere Rockband-Instrumente zu entwickeln. Ja, und das waren sie schon wieder, die News der vergangenen Tage. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst, lasst doch einfach ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Die nächste News-Folge, die gibt es natürlich wie immer am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Blut euch. Ciao. We'll be right back.